Ich hatte keine Ahnung, wie sehr sich die Tatsache auf mich auswirkte, dass ich zu der mir am nächsten stehenden, noch lebenden Frau, einer Blutsverwandten, keine Beziehung hatte. Und dann wurde mir klar, dass ich der Grund für die Streitigkeiten in meiner Familie war. Ich bekam einen Anruf von meinem Bruder. Unerwartet, denn wir hatten einige Jahre nicht miteinander gesprochen. Ich kann mich nicht einmal daran erinnern, wie lange es her war. Es fühlte sich wie eine Ewigkeit an, da wir uns damals nicht ausstehen konnten. Unsere Beziehung war Gift füreinander. Ich lag mit meiner Schwester in einem emotionalen Krieg. Wir hatten seit Jahren nicht mehr miteinander gesprochen. Wir hatten keinen wirklichen Kontakt mehr gehabt, seit unsere Mutter gestorben war. Und wenn sie uns zusammen in ein Zimmer gesperrt hätten, hätte es eine massive, verbale und letztlich sogar körperliche Auseinandersetzung gegeben. Ganz überraschend erhielt ich also diesen Anruf. Denn ehrlich gesagt wollte ich zu diesem Zeitpunkt keinen Kontakt mehr mit ihm haben. Ich war endlich in der Lage, alle meine Probleme loszulassen und meine Schwester anzurufen. Er rief an und ich fragte, ist Dad okay? Ist Tata okay? Zu diesem Zeitpunkt waren das die einzigen Menschen, die aus unserem gemeinsamen Leben noch übrig waren. Sie hatte mich nicht weinen hören, seit unsere Mutter gestorben war. Und daher war das Erste, was sie fragte, wer ist gestorben? Ich sagte, niemand ist gestorben. Dad ist nicht tot, nein, Opa auch nicht. Aber ich möchte mit dir sprechen. Ich antwortete, also ich will eigentlich überhaupt nicht mit dir sprechen. Er sagte, dass er wirklich mit mir reden möchte. Es ist wichtig. Ich muss dich um Verzeihung bitten. Ich sagte, etwas ist gestorben. Und zwar die Wut auf dich, die ich in meiner Seele herumgetragen habe und die eigentlich eine Wut auf mich selbst ist, dass ich als dein älterer Bruder dich im Stich gelassen habe. Und das verschlug mir einfach die Sprache. Ich wusste gar nicht so recht, was ich damit anfangen sollte. Das Letzte, was ich je erwartet hätte, war, dass mein Bruder anrufen und fragen würde, kannst du mir jemals verzeihen? Das Einzige, was ich dazu sagen wollte, war ja. Also sagte ich natürlich sofort ja. Und was ist los? Ich liebe dich, Damien. Er sagte, ich liebe dich auch und es tut mir alles so sehr leid. Und ich sagte es ihr in diesem Moment. Ich sagte, von heute an werde ich nie, nie, niemals wieder die Stimme gegen dich erheben. Wenn du dich umschaust und wissen möchtest, was das für ein helles Licht ist, es ist dein Bruder, Baby. Ich stehe hinter dir, von jetzt an, bis ich sterbe. Das war der bis dahin glücklichste Tag in meinem Leben, weil mir mein Leben entglitten war. Alles, was ich für stabil und echt gehalten hatte, verschwand ständig. Daher sagte ich ja und wir weinten lange zusammen am Telefon. Vergessen werde ich das nie. Und die Kraft dieses Moments, die Veränderung in der Energieschwingung zwischen meiner Schwester Cheyenne Joy und ihrem Bruder Damian war so tiefgreifend, dass diese Schwingung schließlich auf unsere gesamte Familie überging und sämtliche Familienmitglieder aufhörten, sich zu streiten. Ich wollte nur bei meinem Bruder sein, wollte mit ihm in dieser Vergebung und verbunden sein. Er sagte, lass uns eine Familie sein. Ich möchte, dass wir eine Verbindung haben. Ja, sagte ich dazu. Ich möchte auch eine Verbindung haben. Darauf habe ich doch gewartet. Und ich freue mich so. Und so begann ein anderes Leben für mich. Ein Leben des Verbundenseins mit meiner Familie. Mir wurde klar, dass ich alles in mir trug, was nötig war, um die Wut in meiner Welt zu eliminieren. Und wenn ich es dort tun konnte, war es auch möglich, dieses Bewusstsein auf die nächste Ebene auszudehnen. Und wenn ich es von dort wiederum auf die Welt ausweiten könnte, was wäre dann möglich?